enttäuscht zu sein, aber schon. Es sieht neuer aus als der Stein darunter. Wurde das später gebaut? Das hat gerade so geglitzert hier. Das habe ich gerade noch mitbekommen. Alles voll. Alles nicht mehr tragen. Ja. So, 4 Prüfungen waren es, glaube ich, ne? Toll, meine 2 Schnittchen sind schon verdaut. Ich bin gerade schon wieder Hunger. Gibt's hier unten noch mehr? Warte mal, das sah ja aus. Durchschwimmen. Oder? Da ist hier gar nichts eigentlich. Nee, da war nichts zum Durchschwimmen. Okay. Ach, das ist eine Fahne. Ich dachte, das ist ein Vogel. Was denn sowas mit mir? Kannst du mir das mal verraten? Mann, ich bin eine alte Frau, mein Herz. Boah. Das Weib, ne? Das macht mich einfach fix und alle. Nein, Puschel, nein! Gott, da muss ich mich doch bestimmt hin und her hangeln an den Dingern. Jonah, der Blick von hier oben ist unglaublich. Die verborgene Stadt muss hier irgendwo sein. Ara, ich hab's geschafft. Ich betrete eine Höhle. Jonah? Verdammt. Aber nicht zu weit. Ich glaube, ich sammle mal ein paar Fähigkeitspunkte, oder? Oder lerne ich erstmal alles, was ich mit einem kann. Schneller schwimmen ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Vor allem, wenn es um Piranhas geht. Ich muss das immer so sagen, Piranha, weil... Ihr habt so viel Findet Nemo geschaut. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Und von wo bin ich denn gerade gekommen? Von da unten, ne? Die habe ich damals selber gespielt. Und dann hast du aufgehört? Danach wird es nur noch langweiliger. Aha, aha, aha. Hier, kannst du mal aufhören, dich automatisch dahin zu drehen? Ich möchte das nicht. Boah, das Spiel. Ach, das Spiel, ne? Das Spiel Backseat Game mich schon wieder. Oh Gott. Alter Verwalter, ne? Ciao, war nett. Hallo Dark Raver. Oh, mir geht's gut. Ich hangel hier so ein bisschen rum. Verdammt!
I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Diese Stelle habe ich gehasst. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss vorsichtiger sein. Lara, ich schubst dich gleich. Ich schubst dich gleich herunter. Ist zwar lustig, aber mit Höhenangst? Nee. Oh, Scheiße. Oh. Ey, da hätte ich mich fast dran gehangelt. Ich muss weg. Ja, ich muss hier weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh, ist Nasa da. Alles geht nach. Das war knapp. Wieso? Die hängen doch noch. Das war völlig alles gut. Hängt doch noch. Nichts passiert. Ach, wenn ich jetzt mal wüsste, wie man das Herausforderung. Ich habe keine Ahnung, ne? Erstmal sieht man hier gar nicht mehr, wo, in welchem Gebiet die Herausforderungen sind. Das ist irgendwie doof gemacht. Ah. Hab irgendwie das Gefühl, dass Lara hier sehr, sehr komisch stirbt. Und sehr oft. Nein, war nur einmal. RIP Emote raussuchen, wieder löschen, dann doch wieder. Wird mir zu stressig hier. Du kannst es ja mit Steuerung C kopieren in die Zwischenablage. Mit Steuerung V hast du dann halt immer parat, ne? Was? Na, da. Genau. Das Spiel habe ich auch gezockt. Ja, sehr gut. Alle Schwalbensprünge ausführen. Ach, jetzt gibt... Okay, hier gibt es also einen Erfolg für Schwalbensprünge. Ey, ich sag's euch, wenn es hier wieder irgendwelche bösen Piranhas gibt. Dazu müsste man ja wissen, von wo aus man die Schwalbensprünge ausführen soll. Alles klar. Alles klar? Okay. Komm, das war ein Schwalbensprung. Oh, Jade. Ich glaube, das ist Jade. Hallo Meinert. Das sag mal, du hast ja heute Zeit gelassen, ne? Bist du ausgeschlafen? Oh, hier liegen aber. Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden. Die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Rex. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, das Gebüsch hat gewackelt. Ist da jemand drin? Entschuldigung. Ich hatte offensichtlich die falsche Waffe im Anschlag. Ja, real life schlimm sowas. Bah. Ich wollte gar nicht. Ich wollte gar nicht so einen Lärm hier machen. Thank you.
Genau. Ich bin's. Bin da. Komm, greif hier durch. Fehlende Abrottung. Fehlende Abrottung. Huch, was ist das? Ist das ein Lama? Oh, ein Lama. Also hier wird es irgendwann noch viel Bam 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 geben, weil es... Hier sind einfach so viele Versteckmöglichkeiten. Nee, das zählt auch nicht. Auch mit Spoilern, Herr, wieso? Das kann man sich doch denken. Von hinten. Oh, Mano! Ah, wie viele sind denn das? Alter! Dafür habe ich nicht genug Platz. Die haben angefangen. Hallo, Zerberuska. Die haben angefangen. Das waren Mähnenwölfe. Okay. Die haben trotzdem angefangen. Hallo, König. König M. Benutze Haut, um ein Outfit herzustellen. Dachte, als Mensch hat man sowas schon zellenmäßig. Wie bitte? Nee, du meinst die... Oh, Zerberuska. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Baut wie ein Hund, aber stammt vom Wolf ab. Oh, da kennst du ja jemand aus. Ach, seltene Tierhaut. Guck mal, das war gar, das war ein anderer hier. Ist, also der war grau. Die anderen waren rot. Büchse sind übrigens gar keine Rudeltiere. Hey, warte mal. War hier nicht gerade noch irgendwas? Ich hab doch gerade... Ach so, hier. Ein Jäger aus Sachsen geht mit seinem Sohn auf die Pirsch. Er sagt zu ihm, er solle links gucken, er werde rechts Ausschau halten. Der Jäger sieht eine nackte Frau, während sein Sohn einen Rudel Füchse sieht. Darauf der Sohn, Papa, schnell. Fixe, fixe. Aber darf zur Mutti nicht sagen. Oh Mann. Wow. Wow. Ein Hund ist auch gebaut wie ein Hund und stammt vom Wolf ab. Irre, oder? Okay, das war hier anscheinend wieder so eine Abkürzung, die ich gerade genommen habe. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Körper tot. Toll. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich finde die super. Ich spiele ja schon zum zweiten Mal. Ich habe auch die, die Teile vor dieser Reihe auch schon mehrmals durchgespielt. Also Underworld tatsächlich erst zweimal. Alles voll. Ich kann nicht mehr. Aber Legend zum Beispiel. Anniversary habe ich auch erst zweimal durchgespielt, aber Legend habe ich, glaube ich, 8 Mal. Hallo?
Ach, da oben. Wer ist da? Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Mabutul! Offensichtlich gehört er eher zu der zweiten Gruppe. Aber ja, ich habe auch gerade gedacht, es erschießt den Vater Wer oder bist so. Du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Dir geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier.
Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Titi. Stand gerade unter der Cam, deswegen habe ich es vorgelesen. Hallo Maika. Niemand ist zurückgekehrt, aber es gibt ein Foto von... Nee, das war ein Foto von der Karte, die hierher geführt hat, und das Foto hat Lara selbst gemacht. Hallo Rocco. Habe ich was verpasst? Alles. Alles. Hallo, Extro. Nur ein paar Abstürze, eventuell. Aber ich möchte nochmal sagen, es wiederholt sich halt, ne? Also gerade Teil 2 und 3 haben so viele Parallelen. Also, das ist jetzt quasi das, was im zweiten Teil das geothermische Tal war. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unurato. Edsley, du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Ja, nur die Karte, die da hinführt. Das heißt ja nicht, dass er drin war. Wie du siehst, bleiben Geheimnisse in Paltiti nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen. Mach dir darüber keine Sorgen. War Vater in meinem Alter ein Speer? Er war ein Jäger. Ich will das schon holen hier. Wenn es sein muss, sieh dich um, wenn du willst. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, die Schatulle von X-Chel zu suchen. Erstmal Sprache lernen. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. No! Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. Die Kakaoernte fiel aus. No. Die hat gesagt, ich darf mich umsehen, ne? Habt ihr gehört? Da ist ein Monolith. Fortgeschritten, den kann ich noch nicht lesen. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Schade. Da drüben ist aber noch einer. Oder auch nicht. Hallo? Oh, ich schwimme wirklich sehr schnell jetzt. Ich habe schnelles Schwimmen gelernt. Die geht ja ab hier. Hallo? War hier noch was Schönes? Nö. Doch, dahin. Nee, doch nicht. Ich dachte, es ist eine Kiste. Aber wir haben noch Plänzchen und ich bin schon voll. Umsehen, klauen. Die nichts kaputt machen oder klauen? Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die
Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Fertig? Gut. Man nennt es halt Rollenspieler, glaubt man generell. Man leih mir das nur aus. Die kriegen das wieder. Das ist für einen höheren Zweck. Hätten Sie Fähigkeit Pfeilgift von und Toxin von Pfeilgift? Na, ist halt die Frage, ob ich das benutze, ne? Obwohl, gegen so einen Bären ist es schon nicht schlecht. War das jetzt das Richtige, ja? Die anderen Sachen darf ich gerade gar nicht anziehen, okay. Doch, ich dürfte es anziehen. Vorteil Ganzkörper leer. Ich darf mich wieder umziehen, oder? Weil sonst habe ich ja gar keine Vorteile mehr. Na gut, wir bleiben erstmal so. Können das später immer noch umziehen. Zählt mein Reichtum auch als höherer Zweck? Hallo, wenn es draußen rumsteht und keiner sich beschwert, dann darf ich es mir halt nehmen. Ich dachte, das sind Häuser, aber... Dafür habe ich nicht genug Platz. Die haben gar keinen Eingang. Dafür habe ich nicht genug Platz. Missionsgeber. Hallo? Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Ich weiß ja nicht vom Plan ab. Der Plan ist ja noch der gleiche. Ich hab mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Aber ich hab's gesehen. Er hat sie. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren. Dafür habe ich nicht genug Platz. Aber nicht lügen. Würfel verloren. Soll ich Würfel finden? Ah, hier ist ein Questgeber. Ich kann ihn sehen. Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel. Und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid, du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco, den Toten, sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Och, diese Delle im Kopf, ne? Hallo, Cassie! Okay, mal schauen, ob wir diese Nebenquest erledigen, nicht so wie die andere. Wer bist du? Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Mhm. Das Lama hat mich gerade angeschnaubt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, Hilfe, ich sehe nichts. Oh. Oh, wie ich ihn zur Seite gekickt habe. Sorry. Das Tomb Raider sieht ja mega aus, ja. Das ist das
letzte Spiel der Reihe bisher. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Aber vielleicht gibt's ja in 2-3 Jahren mal wieder eins. Früher war das mal so alle 2 Jahre, aber nun ja. Das war einmal. Oh, ich kann meine Waffen hier nicht ziehen. Okay. Boah, die ist aber ganz schön groß, die Stadt. Ich bin bisher nur in dem kleinen Bereich herumgelaufen.